sind angekommen. Heute am 24. Dezember ist der Scheitel zwischen Advent und Weihnachten. Morgen wollen wir singen, der Herr ist geboren. Aber heute haben wir ein Lied, was sozusagen uns in den ersten Strophen den wartenden Menschen vorstellt und in der vierten bis sechsten Strophe schon ganz bestimmt ist vom Geschehen der Weihnacht. Dieses Lied stammt aus dem Rheinland, wo wirklich Schiffsprozessionen stattgefunden haben. Und eigentlich ist das ein Marienlied. Das Schiff Maria birgt den Herrn der Welt. Schade, dass im heutigen Gotteslob die siebente Strophe nicht mehr enthalten ist. Maria, Mutter Gottes, gelobet seist du sein, sollst du sein. Jesus ist unser Bruder, das liebe Kindelein. Warum man das nicht mehr drin gelassen hat, weiß ich auch nicht, aber wir haben die sechs Strophen, die wir jetzt auch singen wollen. Und wir alle, die wir hier beieinander sind und diese adventlichen Impulse für sie gestaltet haben und vorbereitet haben, wünschen Ihnen heute schon eine gesegnete, heilige Nacht. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben.
Herr Jesus Christus, komm bald und säume nicht. Richte uns auf durch deine tröstliche Ankunft, denn wir hoffen auf deine Güte, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.